Hallo zusammen, mich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guard präsentieren. Und zwar geht es heute um die Mounts, die wir aus dem neuen Raid aus Nyalotha, die erwachte Stadt, bekommen können. Drei Stück sind es insgesamt an der Zahl und auf dem ersten sitze ich hier bereits. Dieser wunderschöne Drache hier schimpft sich einmal unverderbte Lernschwinge und diesen können wir aus dem heroischen Schwierigkeitsgrad von der Raid-Instanz bekommen. Wie bekommen wir ihn? Wir müssen schlichtweg den Endboss umhauen, und zwar ist das Enzoth der Verderber. Für diesen müsst ihr davor die anderen Bosse klären, beziehungsweise es gibt auch eine Quest, wo ihr viermal die Ring-Endbosse quasi töten müsst, um zum vorletzten Boss zu kommen. Also sprich, man kann hier skippen, aber da ihr ihn nur einmal töten müsst, um die Quest erhalten zu können, und die bekommt jeder im Raid, heißt, ihr haut den Endboss Enzoth, der Verderber, einmal im heroischen Modus um, bekommt eine Quest, sobald ihr ihn umgehauen habt, die jeder im Raid bekommt. Ihr gebt die bei Magni in der Herzkammer ab und zack, ihr habt euren Drachen. Mehr ist es nicht. Für die Leute, die jetzt nicht raiden oder keine aktive Raid-Gilde haben, sei gesagt, man kann in HC auch random durchkommen, oder wenn ihr da jetzt nicht die Lust drauf habt oder auch nicht vielleicht das spielerische Können habt, da durchzukommen, solltet ihr euch vielleicht überlegen, ob, wenn euch das Mount wichtig ist, das bei irgendeinem Boost Run zu kaufen, denn dieses Mount wird leider nur bis zum Addon-Ende erhaltbar sein. Das ist ähnlich wie mit diesem Hirsch, den man von Archimonde damals bekommen konnte, Ende Warlords of Draenor, oder auch diese Zauberschwinge oder wie sie nochmal hieß, die man von Argus bekommen kann. Also sprich, dieses HC-Mount ist nur temporär erhaltbar und ist dann nicht mehr erhältlich, sobald Shadowlands released wird, und dementsprechend solltet ihr euch da ein bisschen ranhalten, wenn ihr dieses schicke Mount haben wollt. Das ist meiner Ansicht nach eins der einfachsten, die man erspielen kann aus dem Raid. Zwei andere haben wir jetzt noch. Und zwar gibt es natürlich noch ein Mount, was wir bei Enzoth bekommen können. Und dieses zweite Enzoth-Mount finde ich tatsächlich gar nicht so schön. Das haben wir nämlich hier. Allseher von Nyalotha. Das ist quasi, ja, das Quallen-Model in, ja, ich schätze mal, dass es fliegen kann, und man kann sich oben drauf hocken, hat einen Haufen schicke Augen, also die Texturen sind auf jeden Fall neu, aber das Grundmodell kennen wir schon. Das ist einfach das Quallenmodell, das es ja schon in verschiedenen Ausartungen quasi zu erspielen gibt. Hier müsst ihr den Endboss im mythischen Schwierigkeitsgrad umhauen. Zur Zeit der Aufnahme wurde er noch nicht getötet. Man vermutet, dass wahrscheinlich wieder ein Mount droppen wird. Es gab auch schon andere Endboss-Encounter, wo dann der Raid 2 Mounts bekommen hat, wenn man jetzt an Garrosh zurückdenken. Das war da aber damals noch eine bisschen andere Angelegenheit. Deswegen schätze ich jetzt mal hier auf mythisch gemünzt, dass man nur einen Mount kriegen wird. Und dementsprechend wird es wahrscheinlich relativ knapp, dass viele Leute dieses Mount kriegen können, bis der mythische Content geklärt ist und dann der ganze Raid den Raid immer wieder abfarmt, um jedem das Mount zu ermöglichen, ist wahrscheinlich für den einen oder anderen dann nicht mehr drin, bis das Addon released wird, also Shadowlands. Denn danach wird es wahrscheinlich wieder auf 1% sinken. Und ja, ich drücke euch die Daumen, dass ihr vielleicht mit eurer Gilde, wenn ihr auf den Mythic-Modus zugeht, Glück bei dem Mount-Drop haben werdet. Dann haben wir noch ein letztes Mount, das ich ebenfalls zurzeit noch nicht besitze, aber hier gleich schon mal aufrufen möchte, dass ihr gerne mitmachen könnt, und zwar der zuckende Parasit. Dieser zuckende Parasit ist quasi das, ich nenne es jetzt Normal-Modus-Mount. Man kann es natürlich in jedem Schwierigkeitsgrad erspielen. Ihr müsst nämlich hier einfach die Achievements in der Raid-Instanz erspielen. Und diese finden wir ganz einfach einmal unter Dungeon und Schlachtzüge. Und dann, wenn wir hier runter scrollen, ganz unten haben wir Ruhm des Schlachtzüglers von Nyalotha. Und für diesen Ruhm des Schlachtzüglers von Nyalotha müsst ihr insgesamt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Unterachievements absolvieren. Und diese 12 Unterachievements sind natürlich aufgeteilt pro Boss ein Achievement, ne? Dürfte klar sein. Und dann gibt es dieses schicke Mount. Zu dem Ganzen werde ich dann, sobald ich es erledigt habe, nochmal ein eigenes Video machen, wo ich die ganzen Achievements erkläre, was ihr machen müsst. Und wie gesagt, ich rufe jetzt hier schon mal zu auf, wenn ihr Bock habt, das mitzumachen. Wahrscheinlich in ein paar Wochen werde ich eine Gruppe machen, und da könnt ihr dann gerne mitlaufen. Und dann werden wir uns zusammen das Mount spielen, wenn ihr Lust habt. Einfach bei mir in die Community mit reinkommen, da werde ich sicher dann nochmal posten, wann das der Fall sein wird. Genau, das sind soweit die drei Mounts, die wir uns im Raid erspielen können. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welches ihr am schicksten findet.
Und ja, mich würde auch interessieren, was ihr davon haltet, dass hier die Lernschwinge nur ein temporäres Mount ist. Findet ihr das gut? Sagt ihr, okay, nur die Leute, die es wirklich aktiv geradet haben, haben sie es verdient in Anführungszeichen? Oder meint ihr, schade, dass man es danach nicht mehr kriegen kann? Ich bin jetzt jemand, der raidet nicht jeden Content aktiv und fahre mir das gerne nach, wenn vielleicht der Content nicht mehr aktiv ist und man es alleine machen kann. Ist ja auch vollkommen legitim. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, damit sind wir am Ende vom Video. Ich hoffe, dass ihr Mount Drop Luck habt. Und ja, wir sehen uns dann gerne beim nächsten Video wieder. Euer Chilla, bis dann. Ciao.